Wir müssen Fallen bauen. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Festung zu bauen. Du kannst deine Bauwerke bearbeiten, um Fenster und Türen einzubauen oder das allgemeine Design zu ändern. Im Bauen-Menü kannst du auch Fallen platzieren. Wenn ein Gebäude beschädigt wird, kannst du es mit der entsprechenden Ressource... Ich glaube, das war scheiße, das da drinnen zu bauen. Now build defenses around the Atlas and activate it when you're ready. Okay, wir brauchen einen Eingang. Wir brauchen... Ich will, hier, muss Fallen bauen. Da. Was will ich denn noch für Fallen bauen? Was habe ich denn hier noch Geiles? Oh ja, das Heilding für uns. Haben wir nicht noch irgendwas? Nee, ne? Das ist Munition. Oh! Gib mir mal die Shoddy. Die will ich dabei haben. Aktivierung in 5 Sekunden. Wir pflastern einfach alles voll hier. Und Kerntemperatur extrem. Oh oh. Alles unter Kontrolle. So Leute. Shotgun-Moves ist unterwegs. Bam! Jetzt geht's ab. Oh, 5 Minuten 30 müssen wir das nicht halten. Oh, da ist wieder ein Pitcher. Wie sieht deine Spezialfähigkeit? Achso, Granatwerfen, okay. Ja. Ja, du blödes Arsch. Oh Gott, die kommen jetzt aber nach. Von irgendwo kriegen Schüsse ab hier. Oh Gott, Mann! Was ist er denn? Was ist er für ein cooler Typ hier? What the fuck? Geile Scheiße. Schön hier über die Seite gehen. Das ist meine Rutsche! Schön die Pitcher da wegnehmen. Bye bye. Alter. Oh, die Shotgun ist super. Guck, ob ich damit Pitcher runterkippe mit einem Schuss. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Ach, wir haben 1 zu 4 gewonnen. Ja, die bauen ja weiter da. Wollen die hier weiter? Ich gehe wieder über die Seite. Oh! Pitcher Baby. Das war's, Alter. Nein! Wir rennen sie komplett über den Haufen. Ich hab da was. Oh. Die Granate habe ich, glaube ich, zu schnell geworfen. Wow. Das ist Fetti! Oh, fuck! Keine Munition mehr. What? Hey, warte, entspann dich mal hier. Altes Genetzel, wir haben hier sowas von alles gekriegt. Was? Was? So. Komm her, Specki! So, guck mal wieder. Gar kein Problem hier.
Oh. Ey. So, wechsel mal wieder die Waffe. Werden langsam weniger. Sei gleich, kommt doch richtig, Digga. Das könnte natürlich sein. Aber solange das alles nur von einer Seite kommt, ist das kein. Oh! Das ist gar kein Problem. Ich sollte nicht so schnell nach vorne gehen. Kann ich nicht. Alles schön auf mein Haus kommen lassen hier. Wo sind die anderen alle? Wow! Das war ein krasser Einschlag hier. Oh, mir geht langsam die Muni aus. Was war das denn? Eine Granate oder was? Wir haben es geschafft! Bang, durch die Wolken. Yay! Geht doch nichts über bedenkenlose Hobbywissenschaft. Wir sollten uns noch ein paar von diesen wunderschönen Himmelslasern zulegen. Ja. Fand ich gar nicht mehr so schlecht. Wir haben gewonnen. Woo. Nice. Das war eine gute Leistung, Leute. Okay, Teampunkte 9043. Sehr cool. Neuer Fertigkeitspunkt. Läuft, würde ich sagen. Oh ja. Oh. Nur eine? Zurück zur Heimatbasis. Das war doch eine spaßige Runde, Leute. Wir werden jetzt aber schön hier uns angucken, was wir denn jetzt so bekommen haben. Und dann, glaube ich, warst du doch schon wieder. Leute, Überlebende, die sich deiner Heimatbasis angeschlossen haben. Mit ihnen kannst du Helden, Überlebende und Verteidiger umwandeln. Okay, cool. Skizzen-EP, yes! Und Helden-EP, das ist geil. Wir schlagen zurück. Was wir jetzt noch brauchen, ist die leiseste Ahnung, was hier vor sich geht. Glücklicherweise habe ich jemanden an der Hand. Oh, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Der könnte völlig verrückt sein. Aber es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. So, Fertigkeiten. Wir können die nächste Fertigkeit nehmen. Was? Schwachstellenkenntnis oder was? Füge Objekte größeren Schaden mit der Spitzhacke zu, indem du ihre Schwachstellen kennst. Erwerben! Nehme ich. Oh, da gibt es auch einen Bonus für. Oh, nochmal Skizzen-EP. Was? Nochmal? Nochmal Fertigkeitspunkte? Ich kann jetzt noch einen nehmen? Warum nicht, ne? Überlebenden Einheiten freischalten. Deine ersten beiden überlebenden Einheiten, Alpha Feuerteam und Medi-Einheit freischalten. Nice. Das war ich. Und gib wieder einen Bonus.
Ich hab noch was? Okay. Forschung freischalten. Aber irgendwie ist es gerade komisch. Wieso kann ich auf einmal so viel freischalten? So, jetzt kann ich nichts mehr freischalten, so wie es aussieht. Das war ja skurril eben. Ich habe ja auf einmal hier 4 Sachen freigeschaltet. Das ist nice. Was kann man hier noch machen? Nee. Da geht nix. Handwerk, was kann ich denn? Irgendwas Geiles aufwerten? Ja, aber das sind nur Level 1er, die brauche ich nicht. Dennoch eher das hier. Ja, aber heilen, gut, so sehr bin ich nur noch nicht in Probleme gekommen, um ehrlich zu sein. Alle Überlebenden. Fertigkeiten haben wir. Überlebenden Einheit, aha. Ah, okay. Kann ich jetzt hier was dazufügen oder was? Guck mal an. Media-Einheit. Ah, da kann ich so kleine Teams machen oder was? Alpha-Feuer-Einheit. Was haben wir denn hier? Alpha-Feuer, guck mal hier. Zack. Bonus für Fernkampfschaden. Das kann ich hier reinsetzen. Ich hab hier aber noch keinen Medi-Typ, ne? Ne. Schade. Aber das werden wir mal beim nächsten Mal machen. So. Ich würde ja ganz gern einen anderen spielen. Wieso kann ich die beiden denn nicht nehmen hier? Das ist ja seltsam. Auf jeden Fall der Konstrukteur. Wächterin Penny würde ich ganz gerne nehmen. Die ist nämlich auch besser im Bauen. Und die will ich auch gleich mal aufrüsten. Alle Helden, bam. Aufrüsten. Levelaufstieg. Levelaufstieg bestätigen. So. Machen wir gleich noch einen. Cool. Dann habe ich die jetzt nämlich schon mal Level 3. Das heißt, die geht schon ein bisschen mehr ab. Kann ein bisschen mehr aushalten. Und... wie haben wir jetzt dort? Missionsinfo? Kann ich einfach mal fix in die Dings gehen? Das würde mich ja interessieren, ob ich einfach auch alleine durch die Map rennen kann und ein bisschen looten kann. Weil das ist noch was mir jetzt auch so ein bisschen fehlt, ein bisschen allein unterwegs sein. Nicht nur was jetzt Missionen angeht. Schauen wir da einfach mal. So, zum Ende der Folge gucken wir mal, ob das geht. Ob wir hier noch so ein bisschen kurz mal eine kleine Loot-Runde machen können. Uns einfach auch mal ein bisschen die Map anschauen können, was wir denn da so alles sehen. Ich meine, wir haben jetzt schon einiges gesehen, wir waren kurz in der Stadt, haben den Spielplatz gesehen, aber ja, so richtig konnten wir uns da auch noch nicht so konzentrieren, ne? Wir mussten ja eher Leute töten, beziehungsweise Monster töten, das sind ja keine Leute. Wir sind noch nicht zur Expansion bereit, aber es schadet nie, sich vorzubereiten. Geh in das Konsolenmenü des Sturmschilds, um Ressourcen zu deponieren oder zur Karte zurückzukehren. Du kannst ihn auch jederzeit verlassen, indem du mit Gruppe verlassen im Sturmschild-Konsolenmenü auswählst. Okay, also geht es nicht. Okay. Gut, ich hätte jetzt gedacht, es geht. Schade eigentlich. Aber was wir auf jeden Fall machen könnten, wäre hier noch ein kleines bisschen bauen. Ein bisschen hier unseren Posten verbessern. Weil das sieht noch gar nicht mal so gut aus. Was ich auf jeden Fall will, ist, ich will... Ich will
ganz gerne Falle bauen. Dein Ernst? Ach so, das geht nicht, weil da drüben eine Falle ist, oder was? Oder? Ah, anscheinend nicht. Kann ich jetzt nicht bauen? Gebäude kann nicht bearbeitet werden. Bestätigen. Das ist ja schade. Ich hätte gedacht, ich kann hier noch ein bisschen was machen. Oh, das muss ich, glaube ich, reparieren, ne? Das machen wir. Habe zumindest das noch am Ende der Folge gemacht. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, das soll auch schon reichen für heute. Ich werde mich zurückporten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn ihr dabei sein wollt, schaltet wieder ein. Wenn es heißt, eine neue Folge Fortnite.